Ja, Herr Dr. Weigel, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für dieses Gespräch. Wir als CDU-Kreisverband Recklinghausen begehen jetzt schon seit 1991 diesen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit. Das ist uns ganz wichtig und dieser Festakt lebt natürlich von den Rednern bzw. von den Gesprächspartnern, die wir jetzt auch immer dann wieder einladen. Und deswegen nochmal herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Ich wäre gerne nach Recklinghausen gekommen, aber die Umstände verhindern es im Moment. Aber zum Gespräch gern bereit und bewundere Sie, dass Sie den weiten Weg hierher nach München genommen haben für das Gespräch. Das machen wir sehr gerne und wir laden Sie gerne auch nochmal nach Recklinghausen zum Kreisverband ein. Mal sehen, ja. Ja. Herr Dr. Weigel, Sie sind im April 1989 Bundesfinanzminister geworden. Ahnten Sie da schon irgendwie im Ansatz, welche Dynamik das Thema deutsche Wiedervereinigung nehmen würde und das in den kommenden Monaten ja auch ein Stück deutsche Weltgeschichte geschrieben wird? Nein, das konnte man damals noch nicht ahnen. Übrigens waren damals CDU und CSU auf einem Tiefpunkt. Es war nicht selbstverständlich, zu dem Zeitpunkt in die Verantwortung zu gehen. Die meisten Freunde haben mir abgeraten. Wir waren damals in Umfragen bei etwa 30%. Und Helmut Kohl hat mich auf einem Flug von Bonn nach Leipheim, meinem Wahlkreis, wo wir Mitterrand empfangen haben, gefragt, ob ich ins Finanzministerium gehen wolle. Ich habe mir das kurz überlegt. Und dann habe ich Ja gesagt, weil man vor der Verantwortung nicht davonlaufen soll. Damals war gerade der Delors-Bericht fertig. Das heißt also, dass die europäische Einigung an Dynamik zunehmen würde. Aber dass wir ein halbes Jahr später den Fall der Mauer erleben würden, das konnte man sich zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen. Allerdings habe ich in allen Reden zu dem Zeitpunkt und auch zuvor auf die deutsche Einheit hingewiesen und dies als Ziel deutscher Politik dargestellt und bin dafür mächtig kritisiert worden. Sie haben ja auch damals kurz nach Amtsantritt auch den amerikanischen US-Präsidenten besucht, George Bush. Haben Sie da auch über dieses Thema schon gesprochen? Das war dann im September auf einer Klausurtagung in Banz. Verlasse ich das Gebäude und ein Journalist fragt mich dann zu dem Zeitpunkt, was sagen Sie zur deutschen Frage? Und ich habe dem gesagt, die deutsche Frage steht auf der Tagesordnung der Weltpolitik. Denn damals war natürlich die Dynamik in Osteuropa spürbar. Gorbatschow mit seinen Reformideen. Ich hatte ihn 1987 beim Flug mit Franz Josef Strauß nach Moskau erlebt, als einen völlig anderen, offenen Politiker, der geschichtsbewusst war und der auch wusste, der Prozess ist offen. Und in Osteuropa, in Ungarn, in Polen hatten sich natürlich Dinge getan. Die DDR war, was Dynamik anbelangt und Reformfreudigkeit, absolutes Schlusslicht. Und ich war entsetzt, auch in der Zeit als Landesgruppenvorsitzender, wenn ich mit DDR-Politikern zusammenkam, wie unbedarft die vor allen Dingen in ökonomischen Fragen waren. Als ich sagte, die deutsche Frage steht auf der Tagesordnung der Weltpolitik,
brach am nächsten Tag ein Sturm der Entrüstung über mich zusammen. Ich sei unbedarft, ich sei töricht, ich sei ein politischer Umweltverschmutzer. Also es war schlimm. Ein paar Tage später treffe ich George Bush, ja, einen großen Freund der Deutschen, und der fragt mich: Theo, was sagst du einem jungen Deutschen, der dich nach der Zukunft Deutschlands fragt? Und ich habe ihm gesagt, wir danken Amerika, dass sie immer an der Einheit Deutschlands festhalten. Und ich hoffe, dass sich im Zusammenwirken mit der europäischen Dynamik auch eine nationale Dynamik entwickelt. Und etwa damals hat man sich vorgestellt, dass das vielleicht in einigen Jahren fruchtbar werden könnte. Und Condoleezza Rice, die damalige stellvertretende Sicherheitsberaterin, die saß in einer Ecke und hat das Gespräch dokumentiert und auch in einem Buch. Und sie äußerte sich, dass sie eigentlich enttäuscht gewesen seien von mir, dass ich nicht stärker an die Wiedervereinigung geglaubt habe. Und da war eines sichtbar, dass die amerikanische Administration, der Präsident und sein Botschafter in Bonn im Auge des Orkans vielleicht die Dinge schon klarer gesehen haben als wir selbst. Und als der damalige Botschafter in Bonn, ein Mann nahe 80, unglaublich erfahren, früher in der Sowjetunion und überall gewesen, als der nach Bonn kam, etwa um die Zeit oder ein Jahr zuvor, wurde er gefragt, was glauben Sie denn, was Deutschland anbelangt? Und er sagte, die Wiedervereinigung findet noch in meinem Turm statt. Da haben die den für verrückt erklärt. Aber er hatte recht. Und da begann natürlich eine unglaubliche Dynamik des Geschehens, national und europäisch. Die Ereignisse haben sich dann ja auch sehr überschlagen. Können Sie sich noch erinnern, wo Sie sich am 9. November 1989 befunden haben? Das weiß ich noch. Ich bin damals zu einer Jubiläumsveranstaltung der CSU in Neu-Ulm in die Nähe von Elchingen gefahren. Und ich wollte eigentlich schon absagen und dann haben die gesagt, das kannst du nicht machen. Die Leute wollen dich manchmal real sehen und nicht nur im Fernsehen. Und dann bin ich runtergeflogen und während der Jubiläumsveranstaltung des Kreisverbands Neu-Ulm wird mir ein Zettel gereicht, dass die Mauer fällt. Daraufhin habe ich meine Rede relativ schnell beendet, bin auf meinen Bauernhof nach Oberrohr bei Ursberg gefahren und habe dort im Fernsehen gesehen, was sich ereignet. Habe mit Helmut Kohl telefoniert, der damals auf einer Auslandsreise in Polen war. Und wir haben uns verabredet, dass wir uns am nächsten Tag im Schöneberger Rathaus in Berlin treffen und dann am Abend eine gemeinsame Kundgebung an der Mauer durchführen. Und das hat auch stattgefunden. Und da kann ich mich noch erinnern, wie ich dann in der Nacht zurückflog nach Bonn. Saß Egon Bahr, der Chefstratege der SPD, hinter mir, neigte sich vor und sagte, Sie wissen schon, Herr Weigel, dass jetzt Zeitgeschichte und Weltgeschichte geschrieben wird. Ich sagte, ja, ich weiß es. Und Sie standen natürlich als Bundesfinanzminister dann auch vor großen Herausforderungen. War im Bundesfinanzministerium damals schon klar, wie sich die wirtschaftliche, finanzielle Situation der DDR darstellt? Wir haben sehr früh im Bundesfinanzministerium Überlegungen angestellt, welche Reformen in der DDR stattfinden müssen, um die Wirtschaft wieder voranzubringen. Der Wirtschaft in der DDR ging es noch schlechter, als wir uns das vorgestellt haben. Wir gingen von einer Produktivität von etwa 40% aus. In Wirklichkeit war es unter 30%. Und die allermeisten Betriebe waren nicht wettbewerbsfähig. Wir kannten nicht alles. Es wäre vielleicht gut gewesen, wenn wir das letzte Gutachten des Chefökonomen der DDR, Schürer, bekommen hätten, der zunächst Honecker und dann auch Krenz vorgerechnet hat, dass sie im nächsten Jahr zahlungsunfähig sein würden und nicht mehr in der Lage sein würden, ihre Auslandsrechnungen zu bedienen. Und Schürer hat damals der Führung der DDR gesagt, sie müssten den Lebensstandard um 25-30% senken, um über die Runden zu kommen. Und das muss man sich mal vorstellen,
wenn es im Westen weiter aufwärts gegangen wäre und im Osten den Menschen 30% Lebensstandardverzicht zugemutet worden wären. Und vielleicht war es ein Fehler von uns, danach diesen Zustand den Menschen nicht genügend erklärt zu haben. Aber wir wollten natürlich auf der anderen Seite den Menschen auch sagen, ihr könnt dafür nichts. Ihr seid nicht schuld an dem Zustand. Ihr seid tüchtig gewesen und habt so viel gearbeitet wie die im Westen. Aber das System war nicht in der Lage, besser dazustehen. Und das war natürlich schwierig. Aber wir haben sehr schnell daran gearbeitet, vor allen Dingen mein damaliger Staatssekretär und späterer Bundespräsident Horst Köhler. Was muss passieren? Was muss geldpolitisch passieren? Welche Eigentumswechsel müssen stattfinden? Die Förderung des Mittelstands, andere Strukturen. Also wir haben schon sehr früh Konzepte entwickelt, schon Oktober, November, noch bevor die Mauer gefallen ist, haben wir schon erste Überlegungen angestellt und danach auch, was muss finanziell passieren, Unabhängigkeit einer Notenbank, um eine Geldwertstabilität herzustellen und die Konvertibilität der DDR-Währung gegenüber der D-Mark einigermaßen zu sichern. War für Sie denn sehr, sehr schnell klar, dass Dreh- und Angelpunkt für die Wiedervereinigung auch die Einführung der D-Mark in der DDR war? Ja, wir haben uns das überlegt. Am Anfang waren ja die meisten, auch vor allen Dingen die Sachverständigen, der Meinung, wir sollten das in einem Stufenplan von 4, 5, 6, 8 Jahren machen. Rein ökonomisch wäre das das Beste gewesen. Nur man muss sich mal die Ausgangslage vorstellen. Der Durchschnittsarbeiter in der DDR hat 1250 Ostmark verdient. Wenn wir das mit 1:2 umgestellt hätten, dann hätte der noch 625 Mark bekommen, D-Mark bekommen. Und der Rentner in der DDR hätte noch 300 bis 400 D-Mark bekommen. Die Sozialhilfesätze in Westdeutschland wären höher gewesen als das, was die Leute durch harte Arbeit sich verdienten. Das heißt, die hätten doch alle ihre Koffer gepackt und wären in den Westen gegangen. Das heißt, wir hätten eine Mauer neu errichten müssen, um den Menschen ihr verfassungsmäßiges Recht, nämlich sich in ganz Deutschland frei zu bewegen, wiederzunehmen. Absolut unvorstellbar. Und darum mussten wir schnell handeln. Und wir hatten auch, das zeigt die Retrospektive, wenig Zeit. Die Zeit unter Gorbatschow dauerte nur bis August 1991. Unter keinem Nachfolger, weder unter Jelzin und schon gar nicht unter Putin, wäre das möglich gewesen, was 1989, 90 und 91 geschehen ist. Und darum mussten wir schnell handeln. Und dazu gehörte eine stabile Währung. Und ich glaube auch, dass wir bei der Umrechnung das vertretbar bewältigt haben. Die Stromgrößen, also Löhne, Gehälter, Renten mit 1:1, dann hatten die aber trotzdem wesentlich weniger als im Westen, die anderen Sachen mit 1:2 und die Auslandsschulden mit 1:3. Sodass man insgesamt auf ein Umtauschverhältnis von 1:81 kam. Relativ nah bei dem, was die Bundesbank vorgeschlagen hat. Alles andere wäre menschlich nicht zumutbar gewesen und hätte zu einer politischen Katastrophe geführt. Sie haben gerade schon George Bush erwähnt, Sie haben auch Michail Gorbatschow erwähnt. Wie war die Gefühlsemotionslage bei den anderen westeuropäischen Staaten, bei Maggie Thatcher oder auch bei François Mitterrand? Wir konnten uns auf George Bush und seine Regierung hundertprozentig verlassen. Dafür sollten wir den Amerikanern immer dankbar sein. Und mit Gorbatschow war es möglich, belastbare Vereinbarungen zu treffen. Und das ist in Moskau und dann im Kaukasus, in Archis, gelungen. Das war eine große Kunst von Helmut Kohl,
das damals durchzusetzen. In der Zeit zuvor waren Margaret Thatcher und François Mitterrand in Moskau und haben bei Gorbatschow angedeutet, das hat er mir selber erzählt, und es ist auch heute dokumentiert in den Gesprächsnotizen von damals, dass sie über die Wiedervereinigung überhaupt nicht begeistert waren und eigentlich wenigstens erwartet haben, dass Gorbatschow sie hinauszögert. Und Gorbatschow hat sich nicht darauf verlassen, sondern er hat Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher und uns und George Bush mehr vertraut. Und so kam es dann zu den notwendigen Maßnahmen, erstens dem Staatsvertrag, dem Einigungsvertrag und dem 2+4-Vertrag. Das heißt, unglaubliche Dinge sind da innerhalb von einem Jahr passiert, Tage und Monate, die die Welt bewegt haben und das wohl interessanteste und beste Jahrzehnt der deutschen Geschichte im vergangenen Jahrhundert. Aber ich höre da auch so ein bisschen raus, dass es da auch zwischen den handelnden Personen dann gepasst hat. Ja, also es ist dann doch gelungen, Skepsis abzubauen. Und in der SPD gab es ja unterschiedliche Vorstellungen. Willy Brandt war für die Wiedervereinigung, obwohl er 2 Jahre zuvor noch gesagt hatte, die Wiedervereinigung ist die Lebenslüge der Zweiten Deutschen Republik. Aber ich habe ihn erlebt, er hat sich über die Wiedervereinigung wirklich gefreut und in der SPD dafür votiert, dass sowohl der Währungsunionsvertrag als auch der Einigungsvertrag ratifiziert werden. Oskar Lafontaine hatte eine andere Vorstellung. Aber auch Hans-Jochen Vogel war ein nicht einfacher, aber verlässlicher Partner, weil wir brauchten ja zu manchen Dingen eine Zweidrittelzustimmung im Bundestag und im Bundesrat. Und das ist gelungen. Was wir damals noch nicht wissen konnten, war, was wird die deutsche Einheit über Jahrzehnte kosten? Dass sie in 30 Jahren 2 Billionen Euro, das sind etwa 4.000 Milliarden D-Mark, kosten würde. Jedes Jahr 4-5% des Bruttoinlandsprodukts. Das konnte man sich kaum vorstellen. Und wenn man damals die Deutschen in der Volksabstimmung gefragt hätte, ob sie damit einverstanden sind und das bezahlen wollen, dann weiß ich nicht, ob es eine Mehrheit gegeben hätte. Wie lief die Zusammenarbeit in der Bundesregierung mit der FDP zum Beispiel? Es gibt ja doch auch Hinweise, dass das 10-Punkte-Programm, was Helmut Kohl damals im Deutschen Bundestag vorgestellt hat, war jetzt nicht unbedingt mit der FDP in jedem einzelnen Punkt abgestimmt war. Nein, das war nicht abgestimmt. Ich kann mich noch gut erinnern. Das war im Wasserwerk, dem Ausweichquartier für den Deutschen Bundestag. Und Helmut Kohl hat die 10 Punkte, die er vorher mit den europäischen Kollegen nicht abgestimmt hatte. Und er hat behauptet, er hätte es George Bush geschickt. Und George Bush hat auch gesagt, er habe es erhalten. Condoleezza Rice hat einmal gemeint, nein, es sei nicht angekommen. Also jedenfalls hat er für uns erklärt, ich habe es erhalten, und dann konnten sich Mitterrand und Thatcher nicht mehr sonderlich beschweren. Margaret Thatcher hat bis zum Schluss im 2+4-Vertrag Schwierigkeiten gemacht, weil sie meinte, später müsse die NATO auch im wiedervereinigten Deutschland in Ostdeutschland Manöver durchführen. Und da haben wir gesagt, nein, das geht nicht. Das war eine Bedingung von Gorbatschow. Jawohl. Ganz Deutschland gehört zum Gebiet der NATO und deutsche NATO-Streitkräfte können auch in der DDR stationiert sein, aber keine Kernwaffen und keine ausländischen NATO-Streitkräfte. Das hat er uns im Kaukasus abverlangt und dem konnte man, glaube ich, auch zustimmen. Und da hat Margaret Thatcher bis zum Schluss Schwierigkeiten gemacht und offensichtlich hat ihr Außenminister ohne ihre Zustimmung dann die Unterschrift unter den 2+4-Vertrag gegeben. Interessante Anekdoten und Hintergrundinformationen. Was mich auch interessieren würde, es muss ja für Sie auch eine spannende Zeit gewesen sein, aber doch auch sehr arbeitsintensive Zeit und auch mit einer gewissen Unsicherheit sicherlich auch manchmal belastend. Aber Sie werden wahrscheinlich auch viele tolle persönliche Begegnungen in dieser Zeit gehabt haben, auch mit Bürgerinnen und Bürgern der DDR.
Also es gab unglaubliche Begegnungen, die man nie in seinem Leben vergisst. In Leipzig vor der Oper eine Kundgebung. Eine Stunde vor der Kundgebung waren ein paar hundert Leute dort und dann kommen 70.000 Menschen. Da weiß man, die Menschen darf man nicht enttäuschen. Oder in Chemnitz an einem Samstag, strömender Regen, dachte ich mir, wenn da heute 500 Leute da sind, mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Und dann sind es über 30.000 und ähnliche Dinge. Also das bleibt natürlich hängen und das bewegt einen. Auf der anderen Seite natürlich, vor allen Dingen auch im Westen, die Frage, was kostet das? Kostet uns das zu viel? Ich kann mich schon erinnern, dass auch Weggefährten zu einem sagten, Weigel, mach langsam. Ein alter Lehrer, den ich sehr verehrte, schrieb mir damals, lass doch die Wiedervereinigung bleiben, lieber Theo Weigel. Das kostet mich nur meine Pension. Also ich habe auch auf die Frage, was kostet die Wiedervereinigung, immer geantwortet, ich weiß es nicht. Und ich habe auch auf die Frage, ob Steuererhöhungen notwendig sind, gesagt, wenn es geht, will ich sie vermeiden. Aber ausschließen kann ich sie nicht. Und das war natürlich nicht einfach, den Solidaritätszuschlag einzuführen und Verbrauchsteuern zu erhöhen, Abgaben zu erhöhen. Aber wir haben einen Finance-Mix gefunden. Etwa ein Drittel haben wir finanziert durch Kürzungen im Bundeshaushalt. Das ist eine ganze Menge. Über 100 Milliarden an Subventionen haben wir gestrichen. Ein Drittel haben wir finanziert durch Steuer- und Abgabenerhöhung. Und ein Drittel durch die Erhöhung der Kreditaufnahme. Und auch das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zumutbar. Jedenfalls, die Dämme haben gehalten. Manchmal haben wir auch natürlich Konjunkturrückgänge zu verzeichnen gehabt. Aber insgesamt haben wir uns gut behauptet und haben trotz dieses Riesenprogramms einer Solidaraktion, wie sie nie zuvor auf deutschem Boden stattgefunden hat, waren wir nicht schlechter und haben sogar die Kriterien von Maastricht 1997 zusammen mit anderen erreicht. Ich höre aus Ihren Worten immer totale Überzeugung für die deutsche Wiedervereinigung. Sie haben nicht, glaube ich, eine Sekunde daran gezweifelt. In Ihren Erinnerungen sprechen Sie auch vom kategorischen Imperativ, von einer Verpflichtung. Hat das auch was mit Ihrer Herkunft, mit Ihrem Lebensweg, mit Ihren Grundüberzeugungen zu tun? Ja, aber natürlich auch mit dem eigenen Weg, den man genommen hat. Ich habe natürlich noch das Ende des Krieges erlebt. Ich komme aus Ursberg, wo 379 behinderte Menschen weg und umgebracht worden sind. Ich habe den Tod meines Bruders, der mit 18 Jahren in Frankreich gefallen ist, erlebt. Das sind schon Dinge, die mich auch natürlich getroffen haben. Und dann habe ich mir als junger Mensch gedacht, du darfst auch die Politik nicht nur den Honorationen überlassen. Das ist nicht nur eine Aufgabe einiger Fabrikanten oder Brauereibesitzer, sondern dann mischst du dich ein. Das habe ich in der katholischen Jugend getan und dann in der Jungen Union und dann in der CSU auf kommunalpolitischer Ebene im Kreistag und dann später 30 Jahre im Bundestag. Und da habe ich dann natürlich schon auch eine Dimension kennengelernt, die wichtig war, um auch schwierige Zeiten zu überbrücken und an dem Ziel festzuhalten. Und das war schon auch etwas, was in der CSU lebendig war, ohne die Klage in Karlsruhe, die damals die bayerische Staatsregierung unter starker Förderung von Franz Josef Strauß angestrengt hat, wäre ein Urteil, dass die deutsche Politik auf die deutsche Einheit festlegt. Und jede deutsche Politik muss auf die Einheit Deutschlands gerichtet sein. Das war schon wichtig, weil es gab auch Politiker in Deutschland, die hätten sich gerne mit der Zweiteilung abgefunden und waren der Meinung, also das ist es, das ist sozusagen unser Preis für den verlorenen Krieg. Und auch große Geister wie Günter Grass und andere waren, was Wiedervereinigung anbelangt, nicht gerade fördernd. Wie haben Sie Helmut Kohl in der Zeit erlebt?
Hat er stark geführt als Kanzler mit seiner Richtlinienkompetenz oder war in dem Kabinett sowieso klar, wir gehen diesen Weg zusammen gemeinsam? Helmut Kohl hat damals mit einer instinktiven Sicherheit fast alles richtig gemacht. Ich habe ihn wirklich bewundert, die 10 Punkte waren toll. Früher hat Helmut Schmidt ihn immer wieder kritisiert. Mhm. Später hat mir Helmut Schmidt mal gesagt, die 10 Punkte waren genial. Und ich habe ihn dann in Moskau und im Kaukasus erlebt, wo er völlig frei am Tisch, ohne Konzept, 14 Punkte festlegte, die wichtig waren und auf die wir uns dann mit Gorbatschow einigen konnten. Und wo Gorbatschow dann am Schluss, er verstand durchaus etwas Deutsch, sagte, gut, einverstanden. Und dann nochmal 1992 in Savidovo mit Jelzin, als Jelzin nochmals 10 bis 15 Milliarden für den Abzug aus den Kasernen haben wollte und ich Helmut Kohl gesagt habe, das können wir nicht machen. Und Helmut Kohl ihm sagte, Boris, ich unterstütze dich überall, aber die Kasernen gehören uns und ihr habt die nicht im besten Zustand hinterlassen. Und am Anfang stieg in Jelzin eine Wut hoch und ich merkte, wie der Hals rot wurde. Und ich dachte schon, das ist das Ende jetzt aller festlichen Zusammenkünfte. Und dann sagte Jelzin, gut, einverstanden. Wir haben dann noch etwas im humanitären Bereich gemacht für die Überlebenden aus den Konzentrationslagern und den Verfolgten. Aber Jelzin hat akzeptiert, was Kohl ihm da sagte. Und das war nicht einfach. Und da war Kohl schon ein großer Staatsmann. Und wenn man sich an seine große Kundgebung in Dresden erinnert, wo er völlig frei in einer ganz schwierigen Situation alles richtig formuliert hat, dann ist das eine geniale Leistung. Stimmt da das Bild vom Mantel der Geschichte, der vorbeizieht und man hat zugegriffen? Ja, ganz sicher. Im Nachhinein muss man sagen, wir hatten ein gutes Jahr Zeit und die Zeit mussten wir nutzen und in der Zeit haben wir alles zu Wege gebracht, sodass es danach nicht mehr scheitern konnte. Und wenn man sich einmal vorstellt, es ist damals gelungen, den Überleitungsvertrag und den habe ich am 9. November damals 1989 unterzeichnet und da ist es uns gelungen, dass alle sowjetischen Streitkräfte, etwa 400.000 Mann, fast 1 Million Menschen, Zehntausende von Panzern, Atomwaffen, Raketen, alles innerhalb von 3,5 Jahren von deutschem Boden verschwand. Und dafür haben wir 12 Milliarden D-Mark bezahlt. Da würde ich sagen, das war kein schlechter Preis für ein solches Ereignis. War, und das ist ja bei Fleiß und bei harter Arbeit immer der Fall, auch Glück dabei? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, Glück und, wenn ich das als Christen der Politik sagen darf, auch ein Segen. Gott sei Dank. Herr Dr. Weigel, ich darf mich ganz herzlich bedanken für dieses wirklich sehr tolle Gespräch, dieses Hintergrundgespräch. Wir haben viele Einblicke bekommen und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwann vielleicht auch dann im Kreisverband Recklinghausen nochmal wiedersehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und dass neben dem kulturellen Flair von Recklinghausen auch das Politische sich im September für Sie gut auswirkt. Herzlichen Dank. Dankeschön.